Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir. Und zwar geht es heute um das Thema Eisenmangel in der Schwangerschaft, Ursachen, Symptome und Folgen. Bleibt dran! Was ist Eisen? Eisen ist ganz maßgeblich an der Blutbildung beteiligt. Es ist zuständig für die Produktion des roten Blutfarbstoffs und das nennt man Hämoglobin. Und das Hämoglobin ist wiederum zuständig für den Sauerstofftransport in das Gewebe, in die Zellen, aber auch für den Abtransport des verbrauchten CO2s. Wir unterscheiden zwei Sorten von Blutkörperchen. Einmal gibt es die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, und die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Heute befassen wir uns mit den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen, weil wir uns insbesondere mit dem Eisen beschäftigen und natürlich, was es auf sich hat in der Schwangerschaft. Die Erythrozyten haben nur eine relativ kurze Lebensdauer im Körper, nämlich ungefähr ca. 120 Tage, und deswegen müssen sie stets ein Leben lang nachgebildet werden. Und das schaffen wir und kriegen wir hin, indem wir dem Körper eine gute und nährstoffhaltige Nahrung zuführen. Je nährstoffdichter unsere Nahrung ist, desto einfacher ist es für unseren Körper, die Erythrozyten nachzubilden. So sehen die Erythrozyten aus, ihr Lieben. Das sind so kleine linsenartige Plättchen mit einer kleinen Delle, das sind die roten Blutkörperchen. Und diese fließen durch unsere Blutbahn und hinterlassen ungefähr in den 120 Tagen Lebensdauer eine Wegstrecke von ca. 300 bis 500 Kilometer im Körper. Das ist doch mal wirklich eine Zahl. So, es gibt physische Symptome, aber auch optische Symptome, die darauf hinweisen, dass ein möglicher Eisenmangel vorliegt. Neben den physischen Symptomen, wie zum Beispiel Müdigkeit, extremer Leistungsabfall, aber auch Schwindel, einhergeht mit Übelkeit, gibt es auch die optischen Symptome, wie zum Beispiel Kälte, Blässe im Gesicht, Augenringe, teilweise auch Haarausfall, brüchige Nägel, aber auch eingerissene Mundwinkel weisen oft auch auf einen Eisenmangel hin und auch Infektanfälligkeit. Sollte sogar ein Mangel an den wunderschönen Erythrozyten vorhanden sein, das heißt zu wenig Blutkörperchen, dann spricht man auf eine Anämie. Meistens leiden Frauen darunter. So, welche Therapiemaßnahmen gibt es? Ganz wichtig ist an erster Stelle zu erwähnen, es darf niemals eine Selbstmedikation einfach auf gut Dünken erfolgen. Geht immer bitte vorher zum Arzt, lasst ein Blutbild erstellen und schaut euch die Werte an, und dementsprechend wird euch euer Arzt eine Supplementation eines Eisenpräparates empfehlen. Denn nicht einfach selber etwas nehmen, denn die Überdosis an Eisen kann ganz, ganz schnell zu Bluthochdruck führen. Warum ist das so wichtig, in der Schwangerschaft gut durch den Arzt betreut zu sein und gegebenenfalls ein Eisenpräparat zu supplementieren? Ganz einfach, weil gerade in der Schwangerschaft das Blutvolumen auf ca. bis 1,2 Liter im Körper ansteigt bis zum Zeitpunkt der Geburt, und da muss eine Nährstoffversorgung auch gewährleistet sein. Ein Mangel an Eisen bewirkt meistens ein zu geringes Geburtsgewicht beim Säugling, aber auch teilweise steigt das Risiko für Fehlgeburten, und auch die Nährstoffversorgung über die Plazenta ist dann nicht so ganz gegeben. Deswegen immer erst Abklären mit dem Arzt, und in diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch eine wunderschöne Kugelzeit und genießt das Schwangersein. Habt ihr den Kanal noch nicht abonniert, dann holt das mal schnell nach, aktiviert die Glocke und liked das Video. Und teilt es, damit ganz viele erfahren, warum Eisen so wichtig ist in der Schwangerschaft. Macht's gut!